So, also die Aufnahme sollte laufen. Leute, 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 Leute. Und ich möchte euch zu einem wirklich fantastischen Spiel begrüßen. Ich bin jetzt gerade so glücklich, weil ich es tatsächlich geschafft habe, dieses Spiel zum Laufen zu bekommen auf Windows 10. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das funktioniert. Aber ich habe mir da ein Video auf YouTube angeschaut, habe das so nach dieser Anleitung 1:1 so gemacht und siehe da, es funktioniert einwandfrei. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Rand seht. Ich vermute nicht, weil ich habe da rechts und links vom Bildschirm so einen schwarzen Rand, weil früher hat man nicht so große Bildschirme gehabt. Deswegen ist es jetzt, wahrscheinlich könnte man das auch noch irgendwie umstellen, dass man das in diesem 1920 irgendwas Format bekommt. Aber ich bin einmal sehr froh, dass ich Dungeon Siege 1 Legends of Runa auf Windows 10 zum Laufen gebracht habe. Und so, das ist also jetzt quasi so ein das zukünftige Let's Play, das ich mir sehr gerne anschauen will mit euch. Und wenn ich das jetzt mache, möchte ich auch ein bisschen gescheite Soundeinstellungen haben. Deswegen ist diese erste Folge jetzt so ein bisschen ein Test. Passen die Soundeinstellungen? Ich höre jetzt aktuell die Hintergrundmusik, aber ich kann das jetzt noch nicht beurteilen, ob ihr das auch hört. Deswegen wird das jetzt so eine eher kürzere Rumprobierfolge. Aber ich kann dieses Spiel, Dungeon Siege 1, und quasi das hier ist das Add-on, Dungeon Siege Legends of Runa, jedem empfehlen. Das ist zwar schon ein bisschen älter, man hat es glaube ich vorher gesehen, 2003, aber es ist wirklich schön zu spielen. Zwar ein bisschen schwer, aber kann man überhaupt nicht klagen. Ja, die Grafik ist ein bisschen veraltet, aber die Musik war einfach gut, die Dialoge, die Story auch. Damals, für diese Zeit, war das einfach alles geil. Ja, aber zu den Lautstärke-Einstellungen. Also, ich will jetzt einmal vorsichtshalber hier nichts umstellen, weil das Bild, was ich jetzt habe, das reicht mir eigentlich vollkommen. Und ich habe Befürchtung, wenn ich hier irgendwas umstelle, dann könnte sein, dass es mich aus dem Spiel rauskickt und dann ja irgendwie ein bisschen sein. Könnte sein, ich weiß es nicht, ich bin da kein Experte. Aber grundsätzlich. Ja, so. Die Soundeinstellungen, die habe ich auf die Befürchtung hin schon einmal runtergeschraubt. Weil die Musik und Hintergrundgeräusche ist ja tendenziell alles sehr laut und meine Stimme quasi zu leise und ich will hier auch nicht rumschreien. Also ich probiere es einmal, ob es mit diesen Einstellungen passt, weil es kann ja sein, dass es wieder rauscht. Das ist alles kompliziert mit diesen Soundeinstellungen. Hier müsste grundsätzlich alles passen. Die Mausempfindlichkeit finde ich gut. Ja. Das, ja, also das Dungeon Siege 1, auch das Add-on Legends of Runa, ist ein schweres Spiel. Ich habe das damals gespielt, es war schon knackig. Aber ich würde sagen, so als Testaufnahme, Einzelspieler, ja, Multiplayer ist glaube ich auch nicht mehr existent, aber wir schauen ja da jetzt einfach rein, natürlich mit einem neuen Spiel. Ja, das erste, was ihr seht schon, die Grafik. Die ist nicht mehr allzu gut in Schuss, aber das soll uns nicht weiter stören. Die Charaktererstellung. Also, ich würde sagen, wir spielen natürlich männlich. Und was ich auch noch dazu sagen müssen, normal gibt es hier ein ziemlich tolles Intro. Dieses Intro kann man aber nicht abspielen. Das muss man irgendwie herausbekommen, damit das Spiel überhaupt sich starten lässt. Also nur das Spielintro, nicht das Game, also nicht das Intro im Game, das dürfte funktionieren. Ah, wir können den
Oh Gott, was sind das? Also die Frisuren sind jetzt schon, ja, sind jetzt schon sehr speziell. Ja, würde ich sagen, sehr speziell. Ja. Ich glaube, wir nehmen den krassen Boy, oder? Nee, das. Das, oder? Ja. Schwarz sollen wir schwarz lassen? Oh, holy. Oh, okay. Leute, okay. Oh Gott, Leute, seht ihr das? Das schaut nicht mehr gesund aus. Alter, Leute. Alter, wer so eine Frisur hat. Alter, das ist nicht mehr modern. Ja, Oh, na, Ich würde tatsächlich sagen, das schaut eher so eine Art Rüstung aus, zwar eine Lappenrüstung, aber wir nennen uns Max Fury. Wie mein Kanal. Ha. Also mehr kann man da eh nicht mehr auswählen. Dann weiter. Schauen, ob es funktioniert. Ich hoffe wirklich. Ich bete jetzt kurz. Oh, okay. Nee, nee, wir spielen Legends of Arana, die vorherige Insel der Utrea. Ein gewaltiges Abenteuer in den Ruinen eines erdbebenden Zivilisation. Was? In der Sterben. Also die Geschichte ist irgendwie so, sein Typ kommt. Ich glaube, das schließt geschichtlich an das da an. Ne? Ich weiß es aber nicht mehr, schon so lange her. Jedenfalls fand ich die Story damals insgesamt, da war halt so ein böser Boss, das werden wir noch alles sehen. Der Shadow Jumper, und der hat halt alles, Weltherrschaft und so weiter und so fort. Aber wir werden es im Intro sehen, so irgendwie. Und da fand ich das Setting quasi ziemlich geil, besonders gegen Ende des Spiels. Ah, ja, also schwer. Seid mir nicht böse, Leute, aber das Spiel habe ich wirklich, wirklich, wirklich schwer in Erinnerung. Deswegen nehme ich normal. Ist zwar auch noch schwer, aber leicht, ja. Also normal sollte schaffbar sein. Gegner sind für optimalen Spielverlauf festgelegt. Sie können die Seele im Menü. Okay, ich kann es jederzeit ändern. Wir probieren es jetzt einmal auf normal. Wenn es zu leicht ist, da. Und wenn es zu schwer ist, tatsächlich auf leicht. Boah, Alter, ich dachte schon, Herzinfarkt. Boah, Alter, ich dachte schon, Herzinfarkt. Aber genießen wir das Intro. Arana, ein uraltes Land, dessen einst gewaltige, strahlende Königreiche von Kriegen und bösen Urmächten verwüstet und dem Verfall anheimgegeben wurden. Als Gom, Anführer der Sek, erschlagen wurde, war dies der erste Schritt zurück zur früheren Pracht dieser Reiche. Doch nun hat sich ein weiteres bösartiges Wesen erhoben und bedroht Land und Leute von Arana. Der Shadow Jumper, jahrhundertelang von den alten Utreern in Ketten gelegt, hat sich befreit und sucht Rache an seinen Peinigern. Ja. Der ist so geil, Leute. Ich freue mich gerade voll. Weit entfernt in einem kleinen, friedlichen Dorf verbringt allerdings der nächste einer unvergleichlichen Reihe von Helden die Zeit mit süßem Nichtstun, nicht wissend, dass die Zeit der Ruhe bereits verrinnt. Leute, seht ihr das? Ich habe Full Screen. Okay.
Okay. Ist es jetzt alles heftig ungewohnt, weil das ist schon alt. Also ich dachte jetzt, man kann mit WASD steuern, das ist aber nicht so. Aber Leute, seht ihr das? Ich habe Fullscreen-Auflösung. Das hätte ich nicht gedacht. Bei diesem Alter des Spiels, man kann rauszoomen, man kann rein. Oh mein Gott, nee, da will ich lieber rauszoomen. Aber Leute, seht ihr das? Das ist Spiel fortsetzen, speichern, Spiel laden, Spiel beenden. Ich kann hier steuern. Das hier oben ist ein bisschen klein. Ah ja, hier kann ich mich drehen. Okay. Also das hier ist ein bisschen klein, alles miteinander. Weltkarte schnell um. Okay, das ist also die Spielwelt. Wir werden hier herum werkeln, dann uns da vorarbeiten. Da gibt es noch was ganz Tolles da dazwischen. Und dann irgendwo, ich habe keine Ahnung wo, wird es einen fetten Boss geben. Okay, ich muss mich erstmal in dieses Spiel wieder reingewöhnen. Ja, diese Dinge sind ein bisschen klein. Früher kleine Bildschirme. Das könnte durchaus ein bisschen schwerer werden mit diesem kleinen Ding. Ah, das ist die andere Karte. Habt ihr schon von den Angriffen gehört? Mehrere Handelskarawanen wurden bereits überfallen. Und jetzt trauen sich die finsteren Wesen sogar bis zu den Stadtmauern vor. Der Bürgermeister hat zur Sicherheit die Stadttore schließen lassen und sucht jemanden, der die Monster verjagt. Es wird Zeit, euch zu beweisen. Holt euch die Ausrüstung aus dem Keller und lauft hinüber zur Magierzunft in der Mitte des Ortes. Okay, also man kann auch, das ist auch nice, irgendwie ist es auch sehr ungewohnt, aber man kann den Typen auch von dieser Perspektive aus steuern. Da ist unser Questlog. Mit Bürgermeister Hedrison. Das ist alles ein bisschen klein hier von meiner Position aus. Aber solange das Spiel so groß ist, soll uns das nicht weiter stören. Mit Bürgermeister Hedrison. Was? Hardison Dawn sprechen? Die Schatten der Vergangenheit. Also wir haben gehört, wir haben es mit einem bösartigen Gegner. Also ist es doch die Fortsetzung von Dungeon Siege 1, da hat man sogar auch so einen krassen Gorm oder wie der Kaiser hat gekämpft, den hat man auch gekillt und jetzt ist eben noch so ein böser ausgebrochen, der Shadow Chopper, den müssen wir dann erst besiegen. Okay, da steht aber sonst. Oh, wir müssen mit diesem Bürgermeister sprechen. Wir haben. Ah ja, hier ist das Inventar. Was ich allerdings noch nicht sagen kann, ist, dass diese Leiste dort unten. Ich glaube, die sollte so. Die sollte so nicht sein. Das ist wahrscheinlich das Spiel verlassen da drüben. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber egal. Da kann man angreifen, das ist auch noch irgendwann stören. Aber hier haben wir das Inventar. Wir haben Schaden 3 bis 6, Bogen, Schaden 2 bis 4, dann Stiefel. Was ist das? Ein Zauberbuch, okay. Das sind unsere Attribute, ein schönes Inventar, 30 Gold. Jo, ich bin Bauer aktuell. Okay, hier braucht man scheinbar gar nicht die Tastatur, quasi nur für das Inventar mit I. Beeilt euch! Holt die Ausrüstung aus dem Keller, lauft hinüber zur Magierzunft und sprecht mit dem Bürgermeister! Ja, Alter! Hab doch nicht so einen Stress, Junge! Genau, also so ist das Spiel quasi. Okay. Oh, ja.
kann ich das Buch nicht. Okay. Kann man hier irgendwie die Gegenstände anzeigen lassen? Das war jetzt irgendein Buch. Das Tagebuch des Heldenverkaufswert 1. Nochmal kurz da rein. Also, hier kann man nichts. Also das ist scheinbar unser... Das Spiel ist schon sehr, sehr alt. Aber hier müssten wir theoretisch... Hier kommen wir in den Keller. Ja. Es ist alles noch ein bisschen ungewohnt. Hier kann man eben schauen. Ah, da kann man was öffnen. Und normalerweise gibt es hier irgendwie so eine Funktion, dass diese Sachen beschriftet sind. Dann müsste ich nachschauen, wie das funktioniert. Weil dann sind sie besser sichtbar. Okay, hier kann man nicht aufmachen. Rüstungskombinationen sind Objekte mit schützenden magischen Eigenschaften. Jeder hinzugefügte Gegenstand, der Teil einer Kombination ist, verstärkt die Attribute der anderen Ausstattungen in der Kombination. Rüstungskombinationen bestehen aus 3 bis 5 Waffen, Rüstungsteile oder andere Gegenstände. Sie werden in ihrem Inventar vor einem Aquamarinblauen hin. Ja. Wenn ihr euch gründlich umseht, werdet ihr sicherlich Bestandteile ein oder alle dieser seltenen Wunderschöner finden. Halten Sie aus und nach. Aha. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob man hier noch einmal so eine Einführung ins Spiel bekommt. Weil das ist ja ein Add-on quasi von Dungeon Siege 1. Hier bräuchte ich tatsächlich. Diese Beschriftung. Weil sonst sehe ich die Gegenstände nicht. Ist das das vielleicht? Gegenstandsbeschreibungen am Boden. Ich habe das deaktiviert gehabt. Man muss vielleicht auch mal lesen. Ja, das ist praktisch, weil so hätte ich, da wären mir die Gegenstände viel zu klein. Aber braucht hier nur die Maus, das ist irgendwie angenehm. Aber was ist das Erste, was ich jetzt mache? Ich speichere. Spiel speichern, Max Fury, speichern. Gut, Spiel ist nicht abgeschützt, das ist gut, Leute. Das ist sogar sehr gut. Und wir müssen zum Bürgermeister. Hier hinten ist hier noch irgendwas, weil da kann es ja oftmals sein, dass es irgendwas versteckt. Was ist da? Was ist da? War da was? Da kann es sein, dass versteckte Gegenstände irgendwo rumliegen. Deswegen muss man da alles sehr genau anschauen. Ich werde mir Zeit lassen bei diesem Spiel. Jetzt zu Anfang sowieso, weil ich muss erst wieder reinkommen. Das ist schon ewig her. Ich glaube, das war vor 10 Jahren, als ich das letzte Mal gespielt habe. Vielleicht sogar länger. Da war ich noch klein. Ich glaube, sehr klein. Und es war schon hart schwierig. Es war schon... Was ist das? Landrop-Schmiede. Apropos Gegenstände. Wir haben jetzt eine Rüstung. 2 bis 5. Können wir im Prinzip austauschen. Das sind die Heiltränke, Mana-Tränke. Die alten Utrea-Verkaufswert-Fans.
kann ich das... Ah, das kann man alles lesen. Aber, Leute, ich bin nicht so der Leser. Vielleicht später irgendwann. Oder ihr könnt es euch ja selbst durchlesen. Ah. Vielleicht lesen wir es irgendwann durch. Jetzt einmal momentan nicht. Fireshot. Und der Blitz habe ich... Ah. Ich finde Zauber 1, Fireshot, Zap, so der Blitz. Ich bin eh noch im Überlegen, soll ich lieber so Nahkampf, Fernkampf oder soll ich Magier gehen, was soll ich mehr skillen? Ja, wir werden das alles sehen. Die Schaltfläche zum Verkaufen erweist sich als nützlich beim Besuchen eines Händlers oder Lagers. Diese Funktionen können Sie allen Gegenstände in Ihrem Inventar mit einem Mausklick verkaufen. Nice, die einzigen Gegenstände, die nicht automatisch verkauft werden, sind Ausstattungsgegenstände. Nice, Sie können alles mit Ausnahme von Gegenständen bestimmten Typs verkaufen. Dazu sehe ich, stehen verschiedene Verkaufsoptionen wie Tränke oder... Okay, Schnellverkauf. Jemand muss sich diese Kreaturen vorknöpfen. Zeigt ihnen, dass die Stadt Arhok dem Treiben des Bösen nicht tatenlos zusehen wird. Ich würde mich selbst darum kümmern, aber mein Bein macht nicht mit. Dem Bürgermeister versprach ich bereits, dass ich demjenigen, der uns von dieser Bedrohung befreit, einen besonderen Helm anfertigen werde. Braucht ihr etwas? Ein besonderer Helm. Falls jemand das Spiel gespielt hat, dieser Synchronsprecher dieses Schmieds hat jetzt wirklich krass nach dem Synchronsprecher aus Belfast 2, dem Haupthelden, geklungen. So, wir schauen da mal rein, der ist uns eh wahrscheinlich viel zu teuer. Brauchen wir Stärke. Und wir haben nur 30 Gold, Verkaufswert. Verkaufswert, ja, das ist uns alle. Verteidigung 10 ist natürlich schon krass. 29, das ist gut, das Zeug ist gut. Wie viel Verteidigung haben wir? Akkus Lederobjekt 1 und 4, Akkus los, Verteidigung 10. Ja, wir haben eigentlich einen guten. Ein Punkt zur Rüstung hinzu. Ah, das sind also Set-Gegenstände. Wir können uns jetzt natürlich einen Helm auch kaufen, aber brauchen wir das jetzt wirklich? Nee, ich lasse das einmal. Verkaufen will ich auch nichts. Waffen hat er auch. Aber, Leute, nee. Erinnerungsflashbacks. Da können wir natürlich nichts klauen. Wir sind ein braver Bürger. Und ich würde sagen, diese... Oh, da gibt es da hinten was. Gibt es hier vielleicht einen Keller? Da muss man immer ganz genau schauen, ob man eh nichts verpasst. Dieses Dorf kann nur überleben, wenn es durch die Karawanen versorgt wird. Der Bürgermeister behauptet, er habe einen Plan. Aber ich weiß nicht so recht. Und unsere Synchronsprechung finde ich schon geil. Darf ich hier nicht? Ah, doch, hier darf ich schon. Hab mich jetzt nur gewundert. Also diese Synchronsprechung hat es hier schon gegeben. Bei Morrowind, also die Elder Scrolls Morrowind, hat es da schon Synchronsprechung gegeben? Ich glaube nicht, da musste man alles selber lesen. Also das ist dann schon ein großer Vorteil, würde ich sagen. Normalerweise sollte ich jetzt tatsächlich... die Aufnahme beenden.
schauen, ob die Soundeinstellungen passen, aber ich bin gerade so im Spiel drinnen. Ich lasse es, wird schon passen, so quasi. Ihr habt vielleicht gehört, dass Monster die Vorratshöhle eingenommen und den Dislokator in ihre Gewalt gebracht haben. Mehrere Handelskarawanen sind lange überfällig und ihr Weg führt an der Höhle vorbei. Ohne die Waren der Karawane werden unsere Nahrungsvorräte bald erschöpft sein. Und jetzt wagen sich die Truppen des Bösen sogar bis an die Stadttore heran. Ich habe das Nordtor für euch entriegeln lassen. Nice, danke. Verjagt die Monster, die Handelskarawanen angegriffen haben. Dann bekommt ihr von mir eine Belohnung. Lasst mich wissen, wenn ihr da draußen etwas Ungewöhnliches findet. Gut, nächster Auftrag. Wir müssen die Monster killen. Das ist die Magier. Scheinbar, oder? Wenn ihr nach der Macht der Heilkunst strebt, kann ich euch reichlich Tränke und ein, zwei Schriftrollen geben. Ist leider auch noch zu teuer. Der hat so ein nice Zauber, aber das lasse ich jetzt immer alles. Ah, so ein Rucksack wäre schon geil. 600, das ist teuer. Ich glaube, ein Rucksack, da sparen wir hin auf so einen Rucksack. Das würde ich schon gern haben. Der ergibt dann doch schon ordentlich. Da hinten, nee, hier ist nichts. Hier kann man nichts klauen. Ja, nichts sprechen. Wir gehen jetzt wieder raus. Ist natürlich die Frage, wo müssen wir hin? Wo ist das Nordtor? Nice, Leute. Das ist das Beste in Dungeon Siege, die Packesel. Die sind einfach so geil. Da kann man so richtig schön das Zeug drauf stapeln. Also so für die Loot-Fanatiker ist das wirklich Sahne. Da kann man so richtig, richtig drauf packen. Verdammte Monster! Die Karawane sollte mir eine neue Stute bringen. Jetzt muss ich wohl bis zum Frühjahr auf eine andere Karawane warten. Und das eine mir verbliebene Maultier kann ich nicht verkaufen. Tja, das ist tragisch. Man kann natürlich noch keinen Esel kaufen, weil der Typ, haben sie irgendwie dem die Sachen gekillt. Jetzt hat er nur mehr einen, den braucht er selbst. Sehr tragisch, aber man kann nichts machen. Von daher, das glaube ich, würde ich jetzt mal vermuten, ist das Nordtor, weil wir einen Kompass hier haben. Hier gibt es sogar Aufzüge, das liebe ich ja auch. Hier gibt es Aufzüge. Das ist einfach nice. Also wie schon gesagt, Packesel. Richtig geil. Jo, dann... Wir werden uns jetzt erst einmal in der Stadt umschauen und dann werden wir uns aufmachen in die Wildnis und schauen, was da alles gibt. Wir fahren natürlich auch mit dem zweiten Aufzug. Aber hier oben scheint es nichts zu geben, deswegen gleich wieder hinunter. Heute bin ich zwar schon leicht müde, aber ja, wurscht. Ich wollte zu ursprünglich Guild Wars 2 spielen, so ein bisschen online grinden und so. Dann habe ich mir eigentlich gedacht, nö. Schau einfach mal, ob das vielleicht nicht doch funktioniert. Also Dungeon Siege 1. Und siehe da, mit Anleitung, wie man es macht, funktioniert es. Und das ist einfach toll. Ich liebe es. Wir schauen natürlich in der Stadt jetzt, ob wir hier Keller finden, ob wir irgendwas ausräumen können, irgendwas finden, was uns vielleicht noch helfen könnte. Hier waren wir tatsächlich noch nicht drinnen, oder? Da ist die Kneipe scheinbar. Wir sprechen natürlich auch mit allen Leuten. In der Stadt erzählt man sich, dass ihr euch um diese lästigen Monster kümmern werdet. Ja. Ihr wisst schon, die Karawane angegriffen haben. Genau, das bin ich. Ihr seid also ein Abenteurer. Klingt interessant. Bis auf die Gefahr, von einem Monster gefressen zu werden. Das wäre sicher nicht besonders angenehm.
Außerdem noch Überstunden. Und dann riskiert man vielleicht Leib und Leben, ohne auch nur den kleinsten Schatz zu finden. Das würde auch nicht gerade Spaß machen. Aber wenn man es schafft, nicht gefressen zu werden und dann auch noch Gold findet, dann wäre es wirklich toll, ein Abenteurer zu sein. Sagt er eigentlich. Es sieht kalt aus da draußen. Ich glaube, ich gönne mir noch ein Bier, bevor ich gehe. Sagen sogar mehr. Es sieht kalt aus da draußen. Ja, es ist auch kalt draußen. Ich meine, ihr? Kron war gerade hier und suchte euch. Was? Ich glaube, er ist jetzt bei sich zu Hause. Er sagte etwas von einem Bären oder so. Ich habe ein Gespräch der Wachen mitbekommen. Sie sagten, ein finsterer Zauberer hätte die Tiere aufgehetzt. Es waren dieselben Tiere, die Karawanen angriffen. Lol, okay. Kron, sagst du. Was soll noch aus dieser Welt werden, wenn ein Wesen ohne jeden Grund ein anderes angreift? Erzählt mir, womit bestreitet ihr euren Lebensunterhalt? Ich lauf so rum und der Bürgermeister hat gesagt, ich soll Sophie hier killen draußen vor der Haustür. Da. Tötet sie alle! Was? Nein, geh runter. Was war das? Habt ihr das gehört? Hier ist irgendwas runtergefallen. Lol. Meine Großmutter brachte mir die Künste der Auguren bei und ich kann euch sagen, dass uns schwere Zeiten bevorstehen. Ist möglich. Meine Großmutter brachte mir die Künste der... Schön, ja. Sehr schön. Der hat irgendwas zerstört, oder? Was ist das? Syrt. Überall Bäume, höher als der Himmel. Das hört nie auf. Es grollt aus düsteren Löchern. Ihr werdet schon sehen. Kriechende Viecher. Tötet sie alle, hört ihr? Ihr müsst sie alle töten. Habt ihr euer Zimmer noch nicht aufgeräumt? Die Gäste kommen gleich und die Echsen laufen da immer noch herum. Ihr müsst sie alle töten. Tötet sie alle. Der ist ein bisschen crazy, oder? Aber das ist auch der gleiche Synchronsprecher wie in Spellforce 2 Shadow Wars. Gefühlt, ich habe ja keine Ahnung, aber so von der Stimme her, was ist das? Nix. Okay, warte, ich frage den noch einmal. Vielleicht hat er noch irgendwas Lustiges zu sagen. Der Freund. Überall Bäume, höher als... Nee, der hat immer die gleiche Platte. So, das haben wir dann auch. Ich glaube, wir müssen noch mit diesem, wie heißt der, Kron sprechen. Vielleicht ist der da oben. Ah, ja, genau. Das sind Portale, Leute. Fast. Ich bin fast fertig mit der Übersetzung. Nur noch ein bisschen. Sagt, solltet ihr nicht die Monster beseitigen, die Karawane angegriffen haben? Jo, das bin ich. Fast. Ich bin fast... Hallen der Verlorenen. Passiert aktuell noch nichts, weil wir das noch nicht entdeckt haben. Lagerhöhle. Aber das war auch damals ziemlich geil mit diesen Teleportern. Hat's, glaube ich, in der Form damals noch nicht so gegeben, kann mich aber auch täuschen. Gut, hier waren wir schon. Hier oben war ich auch noch nicht. Oh. Hast du noch irgendwas zu sagen? Zeigt es den Monstern! Ja, danke. Werde ich. Und irgendein Bär. Müssen wir auch noch verräumen. Aber bevor wir gegen die Monster ausrücken,
werde ich definitiv nochmal nach der Tonqualität schauen. Das war es, glaube ich, auch schon mit der Stadt. Ein netter Einstieg, ja. Und wir werden uns mit diesem Let's Play jetzt einmal schön Zeit lassen. Das soll man ja genießen. Ich speichere nochmal. Speichern. Und sollte die Tonqualität überhaupt nicht passen, werde ich es vielleicht nochmal neu spielen. Sicher sogar, wenn sie aber so sagen, dass so, ja, passt gut, ja, so. Wenn sie sehr gut passt, dann lasse ich sie natürlich. Wenn sie so, ja, schau mal. Tut mir leid. Solange diese widerlichen Kreaturen noch frei herumstreunen, darf ich das Tor nicht öffnen. Tut mir leid. Solange diese widerlichen Kreaturen... Such eine dritte Idee. Ja. Okay. Ich habe das Nordtor für euch entdeckt. Tut mir leid, solange diese widerlichen Kreaturen... Tut mir leid, solange diese widerlichen... Das ist das Westtor. Das ist nicht das Nordtor, Leute. Ich dachte schon, what the fuck? Er hat doch gesagt, das Nordtor. War ich hier drinnen schon? War ich auch noch nicht. Nein, hier war ich ja noch nicht. Ah, da seid ihr ja. Ich habe euch in der ganzen Stadt gesucht. Hört zu, es gibt da ein kleines Problem. Ich habe mich freiwillig bereit erklärt, ein paar Extrafallen zu legen, weil die Handelskarawanen von Monstern überfallen wurden. Jetzt hat mich so ein Bär, ein riesengroßer Böser, noch dazu von meinen Fallen vertrieben. Gelbauge nennen wir ihn. Ich wäre euch mächtig dankbar, wenn ihr das Viech erledigen würdet, damit ich wieder an meine Fallen komme. Wie gesagt, ich wäre euch mächtig dankbar, wenn ihr den Bär erledigen könntet. Ich habe nicht viel, aber die Münzen könnt ihr gerne haben, wenn ihr mir helft. Ja, mache ich doch, sicher. Der Bär außerhalb Arkus. Jo, da war ich noch nicht bei dem Typen. Mache ich natürlich, wenn ich ihn treffe. Aber wir müssen jetzt zum Nordtor. Hier ist der Bürgermeister. Die Hütte habe ich voll nicht gesehen. Das da drüben müsste das Nordtor sein. Ja, genau hier. Das Tor ist nicht verschlossen. Spart euch das Gerede. Kümmert euch um die Monster. Gut, wir speichern an dieser Stelle, würde ich sagen. Tschüss mit Ü. Und ciao mit Au. Wir sehen uns. In der nächsten Folge.